Hi Leute, ich bin Alicia vom Fahrradgeschäft Konrad in Kaiserslautern mit dem Tobi und dem Scott Matrix 20. Ja, im Prinzip ist das hier die Antwort auf die Frage, gibt es eigentlich noch ein richtig schickes, klassisches Roadbike für alle Situationen? Also die Matrix-Reihe bei Scott, richtig, richtig beliebt, ist genau auf Augenhöhe wie Gravel-Bikes und das wird schon was heißen, weil die sind ja richtig im Hype. Genau, Gravels sind seit ein, zwei Jahren oder fast schon zwei Jahren, so kurz nach Corona, wo E-Bikes auf dem Höhepunkt waren, kamen dann die Gravels auf einmal aus dem Nichts. Und seitdem fängt das Ganze richtig noch mehr an Fahrt zu gewinnen. Bei den Roadbikes ist eigentlich nicht so ganz klar, weil es ist im Prinzip, kann man sagen, ein Gravel mit einem geraden Lenker. Ja. Weil wir haben hier auch den G1 Bite mit 40 mm breiten Reifen. Das heißt, das ist kein Rennrad, sondern ja, so ein Gravel-Reifen. Ne? Was halt hier so eine Sache ist, ist halt, dass man hier halt mehr so den Alltagsfahrer noch mit abgeholt bekommt, genau. Weil nicht jeder will so auf die Arbeit fahren und weiß auch nicht, wie er jetzt welchen Hebel an dem Rennradlenker umstellen muss. Ne? Das Matrix 20 hier, ne, ist jetzt im Prinzip eigentlich nur eine Modellpflege mit einer anderen Farbe. Ist jetzt das 24er Modell. Manche werden jetzt schimpfen, was, das ist doch das 23er Modell. Ja, wurde aber jetzt erst geliefert. Wir drehen hier Ende Dezember 23. Das ist für uns ein 24er Modell, weil es läuft 24 auch so durch. Physisch ist es in kaum irgendwelchen Läden Anfang des Jahres da gewesen. Deswegen hier 24er Modell. Und ansonsten ist es ein gut ausgestattetes Rad. Ihr seht es ja an der Hierarchie, 20 fängt ja bei 30 schon an. Das ist dann die Equip-Version. Und 20, 10, da wird es dann halt umso besser. Ne? Ja, was bei 10 haben wir schon die UCI-Plakette drauf. Ne? Da sind wir schon Vollcarbon. Vollcarbon. Hier ist halt jetzt die Carbon-Gabel und Aluminium-Hauptrahmen. Aber das ist auch alles schon mit hydraulischen Bremsen schon alles schon im oberen Bereich, ne? Mittelklasse. Definitiv. Ja. Wir haben eine Tiagra-Schaltung drauf. Was haben wir? 2x10? Genau, 20 Gänge halt. Ne? Das heißt, jeder Berg dürfte kein Problem sein, ne? von der Leichtfüßigkeit, um da hochzukommen oder auch runterzukommen und Speed zu bekommen. Genau, wir haben auf dem leichtesten Gang haben wir 32 Zähne. Das heißt, von der Übersetzung her ist es wirklich da gar kein Problem, wenn wir vorne aufs kleine Blatt schalten, auch die stärkste Steigung noch mitnehmen zu können. Also eine klassische Road-Kassette verbaut, F32. Und was für mich immer super, super wichtig ist, bei so einer Schaltung 2x10 oder auch 2x11 meinetwegen, ist, dass wir schon Zwischengänge haben. Ihr seht das hier wunderbar, hier haben wir den leuchtend roten Anzeiger, wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Wir sind jetzt vorne, beim Umwerfer sind wir im hohen Gang unterwegs und ich bin jetzt schon in der Zwischenstufe. Die ist extra da, damit ich auch ein bisschen extremere Gänge fahren kann, wo die Kettenlinie nicht optimal ist. Also ihr seht es, wir haben vorne ja theoretisch eigentlich nur zwei Schaltpunkte, aber wir haben Zwischenschaltpunkte. Also jetzt sind wir quasi in einem ganz hohen Gang, die Kette ist ganz außen, dann habe ich die Möglichkeit einmal einen Zwischengang zu wählen, wenn ich jetzt einen leichten Gang hinten quasi schalte, dann gehe ich runter aufs kleine Ritzel, habe hier nochmal den Zwischengang und dann nochmal den finalen Anschlag. Finde ich immer sehr gut, wenn das da ist, bei der Tiagra ist es jetzt schon da und ich sehe es auch schön optisch, wo ich gerade unterwegs bin, weil viele fragen halt, ich fahre am liebsten halt so eine Linie, die nicht ganz optimal ist, geht es auch? Ja, geht auch, wenn ich halt die Möglichkeit habe, den Umwerfer in 4 Schritten zu schalten. So, jetzt haben das die meisten wahrscheinlich gar nicht verstanden. Kannst du das auf der anderen Seite auch mal erklären oder geht das nur links? Ja, auf der anderen Seite habe ich meine 10 Gänge und ist fertig. Genau. Das heißt, das Ganze funktioniert hier. Ne? Ihr könnt es euch ja nochmal angucken. Und das ist halt ganz praktisch, wenn ihr halt so ein bisschen so eine feinere Abstufung haben wollt, oder wie würdest du sagen? Ja, genau. Ich habe einfach Zwischengänge, wo der Umwerfer dann halt ein Stück, vielleicht sieht man es jetzt. Ja, muss man vielleicht nochmal einmal langsam, damit es auch jeder versteht. Ne? Jetzt sind wir ganz außen im höchsten Gang. Jetzt könnte man quasi die Kettenlinie ganz außen fahren. Wenn wir jetzt aber hinten ein bisschen leichter schalten im Gang, habe ich dann hier eine Zwischenstufe. Ihr seht es, wenn ich drauf drücke, dann geht er so ein Stück nach innen. Gleiches Prinzip, wenn ich jetzt theoretisch auf einem kleinen Ritzel unterwegs wäre, hätte ich zuerst einen oberen Anschlag
Und dann hätte ich nochmal einen niedrigeren Anschlag. Also habe ich halt immer so die Möglichkeit, ein bisschen fein zu justieren. In der Praxis ist es ganz leicht. Das probiert ihr bei der Probefahrt einfach aus. Dann wisst ihr, was ich meine. Dann schleift ihr vorne die Kette einfach nicht. Genau, das ist der Punkt, auf den es eigentlich ankommt. Für Leute, die dieses Rillengeräusch dann nervt, könnt ihr das nochmal anpassen. Das heißt, das Audio-Feedback ist halt ein anderes. Und wenn ihr merkt, so, ich muss irgendwie in einen anderen Gang, aber der nächste ist mir zu heftig, zu schwer und der andere ist mir eigentlich, den ich momentan habe, zu leicht, dann könnt ihr da so ein bisschen fein abstimmen. Und hier ist halt die grobe Abstimmung. Ne? Genau, müsst ihr einfach mal selber ausprobieren und fahren, dann ist es ganz einfach. Hört sich jetzt super kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. Gut, was haben wir noch hier Feines? Retro-Skin-Optik, ne? Also dieser Retro-Charme aus den 70ern hier, sage ich mal. Brauner Sattel mit braunen Skinwall-Reifen. Und das kombiniert mit einem dunklen Rahmenlack, oder? Ja, Stone Grey, Steingrau nennt sich das Ganze. Ziemlich klassisch, aber doch schick. Also das Grau, gerade wenn Licht drauf fällt, ihr seht es jetzt auf der Kamera gerade schön, leuchtet schon so ein bisschen. Also ist doch schon auch ein schicker Lack. Dezent, aber schick. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ja. Das ganze Bike könnt ihr für ca. 1499, also 1500 Euro erwerben. Wiegt gerade mal knapp ein bisschen mehr wie 10 Kilo. Ihr könnt 110 Kilo schwer sein, roundabout. Ne? Also 120 ist hier Maximalgewicht. Ne? Das heißt, ein großer Athlet, der wird das schon noch ohne Probleme schaffen. Wenn jetzt jemand ein bisschen, Cookies zu viel vielleicht irgendwo hat, ne? Geht es auch noch gerade so. Also müsst ihr jetzt nicht komplett jedes Gramm auf die Waage legen. Aber wenn ihr jetzt irgendwie 115, 20 Kilo wiegt, dann ist das so langsam doch die Grenze. Ne? Also eher so diese an den 110 halten. Genau. Ne? Schön Aufpunkte hier, ne? Also, oder beziehungsweise hier der Lenker, das haben wir ja noch, haben wir ja gerade eben noch nicht erwähnt, dass das schön alles clean hier reingeht. Ist natürlich für die Werkstatt höllisch, aber fürs Auge ein Schmankerl. Ne? Schön clean. Genau, drin. Also die ganzen Leitungen und Züge wunderbar integriert. Wie immer mittlerweile bei Scott, sehr schön durch den Vorbau geführt. Sie ist dann auch bei der Gabel super clean. Hier unten kommt die Leitung erst wieder raus. Sieht super schick aus. Für die Werkstatt, wie der Lucia schon sagt, ist immer so ein bisschen eine Herausforderung. Aber wir machen es ja jeden Tag, von daher passt das dann. Auch aufgefallen ist, wie ich das Bild, Rad mir so ein bisschen genauer angucke. Guck euch mal das Muster hier innen drin und in der Gabel. Wie cool sind das? Ne? Sind Metrics hier noch und noch irgendwelche, was sind das, Stadteffekte oder Stadtkarten-Look oder was das darstellen soll. Finde ich halt ganz witzig, ne? Genau, hast du auch auf der Innenseite von Kettenstreben. Also es sind schon so ein paar Akzente, die man immer noch entdecken kann bei dem Bike. Finde ich super cool. Hier, wenn ihr euch das mal anguckt, das ist schon witzig, dass man hier so ein paar kleine Details reinsetzt. Also das müsst ihr in echt mal sehen. Das ist ganz cool gemacht, dass man da... Das ist halt ein dezentes Rad, ne? Wo man halt erst auf den zweiten Blick sieht, dass es ganz cool ist. Wenn du gerade eh schon hier bei den Bremsscheiben bist, ne? Wir haben glaube ich 160 vorne wie hinten, ne? Und hydraulische Scheibenbremsen, GRX müsste das sein, oder? Ist das schon GRX? Ich weiß es gar nicht. Ja, da sind wir bei der Gravel-Gruppe, die aber ja, mit Mountainbike-Hebeln quasi ausgeliefert ist, damit wir den geraden Lenker haben. Also ein Mix halt, ne? Aber ihr wisst, ihr habt starke Bremsen, die gut verzögern, weil zwei Kolben, die hydraulisch angesteuert sind. Das heißt, ihr könnt sie gut dosieren und könnt auch gut Druckpunkt drauf geben, wenn es mal ein bisschen schneller zum Stoppen sein soll. Ne? Das heißt, wenn ihr dann den Berg runterfahrt mit 50 und ihr braucht jetzt die Power von beiden Klötzen, dann kommt da auch was an. 160, 180, kurze Korrektur. Ah, pardon. Ja, aber umso besser vorne einen richtig schönen großen Spaghetti-Eisteller. Für einen Spaghetti-Teller hat es nicht gereicht, aber immerhin. Genau, also die Aufnahme hast du schon angesprochen. Da bringen wir viele Flaschen, viel Gepäck bringen wir an dem Rad unter. Wir haben natürlich auch die Aufnahmen für Schutzbleche und Gepäckträger mit dran. Alles kein Problem, das halt wirklich für den Alltag oder auch für die Reise auszurüsten. Auch an der Gabel können wir ein Schutzblech anbringen. Da gibt es sogar ein richtig schickes Set direkt von Scott. Sehr dezent, matt schwarz, passt wunderbar. Wird wahrscheinlich auch relativ oft mitverkauft werden. Ist auch nicht sonderlich teuer. Also Schutzbleche-Setup bei 50 Euro dabei. Ein Gepäckträger, der schnell angeklippt ist, sind wir bei 70 Euro. Würde ich bei dem Rad definitiv sehen. Also klar, es gibt welche Sachen von Topic oder SKS oder so All-in-One-Sachen. So, ich glaube von der SKS diese Schutzblech-Gepäckträger-Infinity-Lösung heißt die, glaube ich, 100 Euro oder so. Also im Endeffekt seid ihr, egal wie ihr es macht, immer bei 100, 150 Euro für Schutzblech und Gepäckträger. Ja. Also nur
ob das gesplittet oder in einem ist. Ansonsten bleibt mir eigentlich Laufräder, ist da irgendwas Besonderes? Sie sehen nur Syncros, sehen ganz cool aus. Nee. Ja, das sind im Prinzip die gleichen Laufräder, die auf den Gravels verbaut sind. Also schon ein bisschen robuster. Von der Optik sind sie auch schön. Es sind noch Alu, aber ja. Das Einzige, was mir nicht so gefällt bei dem Rad, aber das ist wieder Geschmackssache, sind die Griffe. Weil wir haben hier so ein kleines Flügelchen, ne? Was aber irgendwie nicht nachgibt und irgendwie nur so ganz leicht angedeutet ist. Plus das Hörnchen ist nicht verstellbar. Das heißt, ihr müsst dann immer das so drehen und dann dreht sich auch der Flügel mit. Das ist ein Stück. Aber gut, manche Leute sagen, gut, darauf achte ich gar nicht oder ich benutze es nicht oder ich finde es gerade so gut. Ich bin halt jemand, ich fahre mittlerweile mit Endbars eh nicht mehr so oft. Aber wie ich die gefahren bin, da habe ich die schon mir so schon separat einstellen wollen zum Flügel. Also das ist so eine Sache, boah. Aber gut, das ist wie gesagt kein großer Eck, das Ding jetzt zu wechseln. Fand ich nur so ein bisschen, wo ich mir so gedacht habe, okay. Ansonsten cooles Bike, mir gefällt es gut, sehr dezent, ne? Vielleicht nicht das Optimalste für die dunkle Jahreszeit, das heißt immer schön leuchtender Helm oder irgendein Lämpchen hinten dran vorne machen. Ansonsten kann man damit schön in der City und im leichten Gelände rumcruisen, zur Arbeit fahren, zur Schule, zur Uni. Schreibt gern mal in die Kommentare, ob das für euch was ist oder sagt ihr, wenn Gravel oder so, dann richtig. Ne? Und das mit diesem Lenker, findet ihr das cool oder sagt ihr, irgendwie muss da schon ein Rennradlenker dran. Das wäre mal was ganz Interessantes für uns, weil bei uns in der Stadt kommen die eigentlich schon ganz gut an, oder? Genau, also wir haben tatsächlich auch schon Gravelbikes umgerüstet auf geraden Lenker. Ist halt unfassbar teuer, weil so eine Rennrad- oder Gravel-Gruppe für einen Lenker dran ist schon echt was Teures. Mhm. Also das ist was, das überlegt ihr euch, wenn es irgendwie möglich ist, am besten vorher. Also wir hatten jetzt noch den Extremfall, wir haben es umgerüstet auf gerade. Kunde fährt 1000 Kilometer, stellt vorher fest, ach nö, Rennrad wäre doch ganz cool gewesen, dann brauchen wir es wiederum. Das waren dann roundabout 800 Euro, die wir uns hätten sparen können. Das ist blöd gelaufen, aber Kunde wollte es unbedingt beides mal ausprobiert haben. Wie gesagt, am besten vorher Gedanken drum machen, was für euch besser passt. Es gibt genug Marken wie Scott und andere Marken, die es beides anbieten. Und es ist oft so, dass der Gradlenker ein paar hundert Euro günstiger ist. Ne? Ja, das heißt, wenn ihr sagt, das mag ich eh lieber, da habt ihr die gute Seite quasi, also die habt ihr praktischerweise das Günstige. Wenn ihr sagt, ihr wollt beim Rennradlenker bleiben, ja gut, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Ist halt einfach von der Fahrradindustrie so, dass die da sich das bezahlen lassen, weil das alles ein bisschen aufwendiger ist und die Lenker einfach teurer sind, mit der Integration von Schaltung und Bremse. Ja, Umbau macht keinen Sinn. Das ist eigentlich die Quintessenz. Genau, Umbau können wir, ist aber teuer, macht uns keinen Spaß, macht euch keinen Spaß. Am besten vorher entscheiden. Und ja, wie gesagt, kommentiert mal gerne, was eher so euer Vorzug wäre, wo ihr die Vorteile seht. Vergesst nicht das Abo. Bis dahin. Genau. Abonniert. Ciao.